Hallo, mein Name ist Hartmut Sieg und ich habe heute zwei Begriffe für Sie mitgebracht. Effektivität und Effizienz im Vertrieb und Key Account Management. Wow, wow, wow. Was steckt wirklich so dahinter und wo ist der Unterschied und wo ist der größte Hebel für Ihren Erfolg? Starten wir gleich durch. Was ist Effektivität? Effektivität bedeutet, mache ich die richtigen Dinge. Effizienz bedeutet, mache ich die Dinge möglichst ja, clever, smart, ohne Doppelarbeiten, mit Vorlagen etc. Aber steigen wir nochmal zurück zur Effektivität. Effektivität bedeutet, spendiere ich meine Zeit wirklich auf das, was sinnvoll ist. Für mich als Berater habe ich mal eine kleine Formel dahinter gelegt und die heißt, das, was ich als Tätigkeit gerade reinbekomme, als To-Do reinbekomme, hilft es mir, mehr Umsatz zu machen, meine Kosten zu reduzieren oder Alternative C, meine Prozesse zu verschlanken. Und wenn dieses To-Do weder A, B noch C erfüllt, fliegt es raus. Ganz radikal. Und ich habe Ihnen hier heute mal vier Beispiele mitgebracht aus dem täglichen Leben und am Ende die Einladung an Sie, mal Ihren eigenen Kalender ja, der letzten Woche und der nächsten Woche so ein bisschen danach zu überprüfen. Fangen wir an. Beispiel 1, Key Account Plan. Key Account Plan, Effektivität. Nutze ich den Key Account Plan wirklich für die richtigen Kunden? Effizienz, habe ich eine Vorlage? Habe ich das ganze Thema vielleicht synchronisiert mit dem CRM-Datensystem etc.? Kundentermin. Effektivität. Ist dieser Termin wirklich notwendig? Hätte es auch ein Telefongespräch getan? Hätte es auch eine Webex-Session getan? Hätte es auch eine kurze E-Mail getan? Also muss das Gespräch wirklich sein und muss es auch heute sein oder hätte es auch nächste Woche sein können? Effizienz. Habe ich eine Terminvereinbarung rausgeschickt? Habe ich eine klare Vorlage zum Thema Protokoll vielleicht? Habe ich meine Unterlagen so sauber aufbereitet, dass ich jeden Termin wieder von vorne anfangen muss? Beispiel 3, Angebot. Ganz wichtig, Effektivität bedeutet, ist dieses Angebot wirklich notwendig? Ist es das 25. Angebot, was ich einem potenziellen Kunden schicke, der zum 25. Mal wieder leider absagen wird? Also, und jeder von uns hat die Möglichkeit zu sagen, kein Angebot, Standardangebot, Budgetangebot, Extrameileangebot. Es gibt vier verschiedene Arten, wie wir antworten können. Und so häufig machen wir nur eins, Standardangebot sofort raus. Effizienz im Angebotsmanagement, Entschuldigung, bedeutet was? Genau reinzuschauen, habe ich Textbausteine, Vorlagen für die Angebote, sodass ich sie möglichst schnell auch erstellen kann. Letztes Beispiel, Besprechung. Auch hier wieder auf der Effektivitätsseite, ist diese Besprechung hier und heute wirklich notwendig? Muss es auch eine Besprechung sein? Müssen die Leute deswegen extra einfliegen? Hätte es auch eine Webex-Session getan? Hätte es auch eine Telefonkonferenz getan? Auf der Effizienzseite, habe ich eine Protokollvorlage, die ich in irgendeiner Form nutzen kann? Habe ich eine saubere Strukturagenda, die mir auch hilft, effizient zeitsparend durch den Termin zu gehen? Und wenn Sie allein mal diese vier Beispiele nehmen, ist meine Fragen an Sie für die nächsten, letztendlich Planung für die nächste Woche. Wenn Sie mal Ihre Tätigkeiten Revue passieren lassen, waren die wirklich effektiv, waren sie sinnvoll, waren sie zielführend? Und welche Tätigkeiten werden Sie morgen nicht mehr machen? Effizient, wo können Sie zukünftig bei Ihren Terminen und dem, was Sie tagtäglich tun, noch smarter werden? Und Zeit am Ende des Tages zu sparen. Mit diesen Gedanken sage ich, viel Spaß im Vertrieb und Key Account Management wünscht Ihnen Ihr Hartmut Sieg.